ich muss die Kilometer heute noch machen, weil sonst komme ich zu meinem Pausetag, den ich mir seit Wochen vornehme, nie hin. Wirklich. Also, es ist echt nicht zu fassen. Sitze hier 2 Stunden lang vor der Haustür, warte, dann wollen die mir sagen, die haben keinen Platz mehr für mich. Das ist das wirklich Schwierige an dieser Longmore-Tour. Ich vlogge so jeden Tag aus meinem Leben. Und wenn es mir nicht so gut geht, mental, dann muss ich das trotzdem filmen. Bisher noch nicht gepennt. Wir haben 10 Uhr. Das ist, glaube ich, weil die Sonne hier jetzt nicht so doll reinscheint, weil ich unter Bäumen liege und das deswegen nicht so warm wird morgens. Ich wollte eigentlich jetzt schon los sein. Ich wollte heute richtig, richtig früh starten, aber ich dachte, ich stelle mir keinen Wecker, weil meine Oma hat immer gesagt, wenn ich lang schlafe, dann habe ich das auch gebraucht. Und vielleicht hatte sie recht. Wenn ich meine T-Shirts noch genau einen Tag länger trage, dann brauche ich mir auf jeden Fall keine Sorgen mehr machen, dass mich irgendein Tier in der Nacht weckt. Weil die halten Abstand von irgendwie so 1 Kilometer Radius um mich rum, wenn die einfach Angst haben vor dieser neuen Spezies, die ich da entdeckt habe. So Leute, sagt tschüss zum Campingplatz. Tschüss. Okay. Gestern sind wir von da gekommen. Heute geht's in die Richtung. Oh. Alter, mir tut alles weh. Und weiter geht's. Ich muss hier die ganze Zeit wieder hochlaufen. Bisschen nervig. Ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich vielleicht doch lieber den Saufbus nehme. Ja, heute wird wohl nicht so viel gegessen. Oh, warte. Oh mein Gott. Der Bäcker hat auf. Oder? Oh, geil. Nice. Yippie. Ich habe was zu essen gefunden. Ach, wie toll. Ey, ich habe mich schon so fest damit eingestellt, dass ich heute nichts zu essen bekomme und mein Wrap mit Erdnussbutter snacken muss. Geil. Ich habe mir ein ganzes Brot geholt wieder. Da habe ich locker wieder 1,5 Tage was von. Und dann noch ganz, ganz viele von diesen so Schoko-Croissant-Dingern. Habe ich jetzt richtig Lust drauf. Und ich habe mir auch so zwei Energies wieder geholt, weil Lasse letztens irgendwann mal in die Kommentare geschrieben hatte, dass das früher im Radsport verboten war irgendwie, weil das unter Doping zählte, wegen dem Koffein da drin. Och wow, guckt euch den Fluss an. Ach wie toll. Wow, ja, hier werde ich jetzt frühstücken. Da vorne habe ich gerade was gesnackt. Es geht jetzt hier den Fluss entlängs. Ich muss mal schauen, wie der Boden da vorne ist. Geil, Boden ist gut. Ich glaube, ich muss bestimmt 10 Kilometer oder so den Fluss entlängs. Dementsprechend drückt mir den Daumen, dass der Boden so bleibt und nicht nur hier am Anfang so ist. Ey, war ja klar, dass der Boden nicht so bleiben kann. Asphalt! Junge, das Leben ist so toll. View. Wow, wunderschön. Ein riesen Lollipop. Scheiße, Leute, ich habe mich verfahren. Das ist das Kolosseum. Och Mann, ich bin in Italien. Oh, das ist ganz schön windig. Ich weiß nicht, ob man mich verstehen kann. 14.30 Uhr, 20 Kilometer schon gefahren. Es ist so geil mit dem Weg, wirklich. Ey, ich beschwere mich null. Ich bin so dankbar für diesen Weg heute. Wow. Es ist so schön, Filme zu drehen. Oder? Leute, ruf da an. Nein. Ey, die Leute von euch, die Malte-Show kennen, Shoutout. Und wenn nicht, gibt das einfach mal bei YouTube ein, das ist zu lustig. Hier sind wir wieder bei unserer Lieblingsshow mit mir. Yeah! Ich springe heute hier rum. So schön Filme zu drehen, oder? Leute, ruft an unter 92936. Ich vor 12 Jahren oder so. Ach Mann, da will man sich einmal eine kleine Abkühlung gönnen. Und das ist auch wiederum verboten. Ey, das ist Leben, Leute, wirklich. Das ist so heftig. Wir haben jetzt schon 30 Kilometer gemacht. Der Weg ist jetzt leider vorbei, das Schöne. Hier kommt jetzt ein kurzer Sandweg. Ich hoffe, er ist kurz, ich weiß es nicht. Aber es ist voll und ganz okay. Ich durfte jetzt gerade sehr, sehr viele Kilometer mit Topboden machen. Dann laufe ich jetzt auch gerne mal 2, 3. Ich habe gestern gut geschlafen. Der Campingplatz war super.
Dementsprechend heute ein richtig guter Tag. Plus den Boden, ist echt heftig. Es ist so heftig, wie stark die Natur ist, ne? Das sieht man jetzt hier gar nicht. Aber so heftig, wirklich. Für mich jetzt natürlich nervig, aber gleichzeitig auch echt beeindruckend immer wieder, wirklich. Hi Leute, ganz kurz einmal dazwischen grätschen. Vergesst nicht, das Video zu bewerten. Gebt einen Daumen nach oben, abonniert. Für jeden Abo spende ich 1 Cent an Common Waters. Ich glaube, wir sind jetzt gerade schon so bei 550 Abonnenten. Das sind umgerechnet 5,50 Euro. Ich bin gespannt, was wir noch hinbekommen. Teilt das gerne. Jetzt viel Spaß weiter in meinem Video. Ja, schade. Ich bin ehrlich, es gibt Dinge, auf die ich jetzt mehr Bock hätte. Aber wenn man sich beschwert, dann ist das blöd. Wie man an meinem Unterton erkennen kann, macht es mich trotzdem nicht glücklich, hier lang zu laufen. Aber ich will mich ja nicht beschweren, ne? Also es sieht echt nicht so aus, als würde es besser werden noch. Ich bin mal gespannt. 15 Kilometer muss ich jetzt noch. Es ist so anstrengend. Zwischendurch bin ich echt richtig, richtig am Ende. Weil in meinem Kopf ist so zwischendurch einfach immer dieser Gedanke, ich komme auf Madeira an, steig aus der Fähre aus und bin einfach fucking nochmal da. Diese ganze Last über die Monate, die fällt einfach von einem auf den nächsten Moment, fällt sie komplett runter und ich bin einfach angekommen. Ich hab's geschafft. Ey, dieser Moment, ne, der macht immer wieder, dass ich für so eine Stunde, anderthalb einfach alles vergesse und ich bin einfach motiviert. Und ich gehe einfach weiter und weiter und weiter. Ich schaff das. Ich schaff das einfach. Das ist so krass. Und die letzten 10 Kilometer jetzt hier nochmal auf der Straße, glaube ich. Boah. 45 Kilometer heute schon geschafft. Und ich glaube, es ist erst 4:30 oder so. Geil. Ich mache meine Gang stolz. Was ist das für Linus Alex Pepe? Ey, ich brauche echt mal wieder irgendwie, weiß ich, Freunde. Okay, ich bin gerade auf der Suche nach einem Platz, wo ich mein Zelt aufschlagen kann. Aber das hier ist ja fast noch besser. Internet für die Nacht und vielleicht ein Platz zum Schlafen. Das wäre natürlich cool. Mal gucken, ob die noch offen haben. Drück mir den Daumen. How much for Kinderbrand? It's free. It's free? Yes. Oh, what is? Yes. Very nice, thank you. You're welcome. This is your name and the number of the room. Okay? Oh, just? Just this. Funny, okay. Okay. So I need to just my name and then... Yes. And with the hashtag? No, just okay. The okay. Okay, ich bin angekommen. Sehr, sehr nice. Ich kann sogar die Videos jetzt hochladen. Hotel für die Nacht. Ich bin um die 60 Kilometer heute gefahren. Ey, ich bin einfach happy, jetzt da zu sein. Wirklich. So, Leute. Und jetzt geht's ab zu dem Orange Store. In der Hoffnung, dass der mir endlich mal mein Internet fixen kann. Und dann werde ich aber auch anders doll erstmal 100, 200 Gigabyte auf einen Schlag aufladen. Dass ich durch Frankreich aber mal gar keine Probleme mehr haben werde. Ja, da werde ich jetzt hinfahren und dann geht's, glaube ich, heute nach Paris. So zumindest da in die Richtung. Ich weiß nicht, ob ich in Paris reinfahren will. Weil, ey, ich fahre nach Paris rein, dann ist so ein kompletter Tag gewastet. Dann müsste ich da wieder ein Hotel nehmen. Und ich habe jetzt gerade in einem Hotel gepennt. Wisst ihr, ich will ja nicht... Das ist hier jetzt keine Business-Tour. Ich will ja nicht von Hotel zu Hotel scheppern. Wer bin ich denn? Wie war das nochmal in der gestrigen Folge? Dass der, ey, das hatten wir jetzt in Frankreich schon dreimal. Einmal das Hotel, was eigentlich ein Parkplatz war. Dann der McDonald's, der nicht ansatzweise fertig gebaut war. Dieser Orange Store ist ein Schwimmbad. Hallo? Okay, für einen kurzen Moment habe ich nicht dran geglaubt, als ich beim Schwimmbad stand, dass ich heute noch Internet bekomme. Aber jetzt, wo ich diese Mall hier sehe, bin ich wirklich sehr, sehr zuversichtlich, dass mir die Frau gerade in dem Laden nicht irgendwie was Falsches gesagt hat. Boah, ich bin so happy. Ich habe jetzt 105 Gigabyte für einen Monat. Ich bin happy. Und ich hoffe mal, dass ich bis dahin Frankreich gepasst habe, weil dann muss ich mir so oder so in Spanien dann eine neue Karte holen. Das ist sehr, sehr nice. Ich habe jetzt endlich wieder Internet. Ich bin damn happy. Ich esse jetzt direkt an der Bushaltestelle, weil ich noch ein bisschen zu sehr so in der Stadt drin bin. Ich habe noch das Brot von gestern. Das werde ich jetzt mit Mozzarella und Tomaten belegen. Danach gibt es ein paar Maxi Kings und den typischen Energy am Morgen, damit ich gleich ein paar Kilometer machen kann. Dazu habe ich mir hier noch irgendwie so Kopfhörer geholt für die Podcast-Aufnahme, weil der Ton irgendwie sonst immer echt scheiße ist. Und jetzt kann ich dann mein Ansteckmikrofon, was ich mit habe, auch verwenden. Shoutout, Bodenlos Podcast. Da machen Jakob und ich einmal die Woche, quatschen wir über alles, was so passiert ist. Auch viel über die Tour immer. Zurzeit jedenfalls, weil ist halt das, was gerade passiert. Also schaut gerne beim Bodenlos-Podcast vorbei. Spotify oder auch als Videopodcast bei YouTube. Ja, ich werde jetzt was essen. Guten Appetit. Oh mein Gott, Nebelnik.
Kannst du bitte noch einmal ein MLG machen? Ist das dein Ernst? Ist das dein scheiß Ernst, Mann? Alter, das war ein bombastisches Frühstück. Seit langer Zeit war das mit Abstand das Beste. Sandwich mit so Gulsch, Tomate, Mozzarella. Wow, wirklich. Plan für heute. Ich fahre Richtung Paris, so weit wie ich komme. Es sind um die 55 Kilometer bis in Paris, also bis Punkt Mitte Paris. Ich muss leider durchfahren. So, ich will eigentlich, ich glaube, ich will nicht mir Paris angucken, ist mir egal, I don't know. Problem ist nur, ich muss wirklich da durchfahren, um zu dem nächsten Spot zu kommen, wo ich hin will, um diesen Loire-Weg da lang zu fahren an dem Fluss, der bis zum Atlantik fährt. Ich fahre einfach, guck, wie weit ich komme, hau mich da in die Ecke rein und fahre morgen weiter. Und wenn ich es bis nach Paris heute schaffe, dann werde ich mir heute Abend wieder ein Hotel nehmen. Ey, dann penne ich 2 Tage hintereinander in einem Hotel. Ey, Malte, das ist gar keine Camping-Erfahrung. Leute, steht von eurer Couch auf und macht das Ganze hier selber. Ich kann halt in Paris direkt dann nicht wild campen. Wie denn auch? Soll ich mich da in ein Gebüsch reinhocken? Los geht's. 10 Meter gefahren und es geht schon wieder super los. Google Maps, wie soll ich denn mit dem Fahrrad hier durch? Erklär's mir. Mal schauen, wo es jetzt stattdessen lang geht. So, über die Brücke muss ich jetzt auch noch rüber, damit ich da jetzt auf der Straße fahren kann. Also, das ist jetzt der Weg, wo ich lang soll. Google Maps mit dem Fahrrad. Okay, klar. Okay, gerade konnte ich kurzzeitig echt ganz gut fahren. Jetzt geht's wieder normal auf der Straße, leider ohne Bürgersteig, ohne sonst was. Geht's jetzt weiter. Mal schauen, wie lange das der Fall sein wird. Ich hoffe nicht zu lang. Boah. Ja, schaut, das mit dem Bürgersteig, das kann ich mir wirklich abschmieren. Hier kommt keiner mehr in den nächsten Kilometer. Holy shit, Leute, mir geht's so gut. Ey, ich bin so happy gerade. Zack, Alter. Der Boden. Echt? Scheiß auf die paar Autos, die hier vorbeifahren. Ich bin das am Managen. Ich gucke, kommt ein Auto? Nee. Ich wink die an mir vorbei. Die alle so, oh ja, danke für den Support. Ich so, oh yeah, gar kein Problem. I'm am Ballen. Geil, wirklich. Ich habe jetzt eine Klingel. Ich muss die festhalten und dann. Oh, ist das nicht toll? Ey, also ich habe ja, so oft habe ich das Problem jetzt nicht, dass ich irgendwie an Leuten vorbeifahre und die mich nicht hören, weil mein Board ja relativ laut ist. Aber weiß nicht, hier war gerade so ein Fahrradladen und ich dachte mir, hopp ich mal schnell rein. Ich wollte so oder so eine haben, weil ich finde, irgendwie gehört die dazu. Ich wollte die haben. Let's go, Leute, wir haben es geschafft. Wir sind in Portugal. Geil, let's go. Stimmt. Warum denn auch jetzt hier den Weg nehmen, der einigermaßen gerade aussieht, wenn man auch den da nehmen kann? Ist das schön? Ich meine, Natur, bisschen wandern. Also WTF, das ist kein Weg, das ist ein Privatgelände. Oh, es ist einfach Sackgasse. Wie man da hinten unschwer erkennen kann, sieht das ein wenig nach Regen aus. Ich muss jetzt 1 Kilometer in die Richtung, dann kommt so ein Kreisverkehr, dann geht's nach links. Damit ich nicht mehr auf dieser großen Straße hier bin. Okay, jetzt fängt es richtig an zu regnen. Wäre smart gewesen, hätte ich mein Zelt einfach vor 2 Kilometer irgendwo aufgebaut. Wäre jetzt im Zelt und dann wäre für heute der Tag durch. Ich suche mir jetzt irgendwie einen Unterschlupf, um den Regen ein bisschen zu entkommen. Viele Kilometer kann ich jetzt so oder so nicht mehr machen, da der Boden klitschnass ist. Und da somit viel zu rutschig. Ey, ich weiß echt nicht, was ich machen soll. Ich brauche irgendwie einen Spot, wo ich mein Zelt aufbauen kann. Ey, es ist mir echt mega doll am Gewittern. Plan für jetzt. Boah, da ist es, da ein fetter Blitz angeschlagen. Plan für jetzt. Zelt ganz schnell hier an der Seite. Unter einem kleineren Baum. Eigentlich muss ich noch weiter weg, aber ey, ich bin so überfragt. Ich baue mein Zelt jetzt schnell da vorne im Regen auf. Lass meine Sachen hier in der Zeit hier liegen. Geh dann ganz schnell da runter und bleib da für die Nacht. Okay. Erneut Planänderung, es ist unmöglich, mein Zelt aufzubauen. Viel zu viel Wasser. Oh, das war so dumm. Ich versuche jetzt bei irgendeinem Auto mit einzusteigen, irgendwie zu trampen zum nächsten kleinen Ort oder sonst was. Ich bin klitschnass von oben bis unten. Mein Zelt genauso. Ich habe es 2 Sekunden draußen gehabt, da waren Pfützen drauf. Man lernt aus Fehlern. Seid nicht so dumm wie ich. I don't know, just somewhere where I can... stand under and just wait for the stop the rain. I got a longboard. Yes. Just with them. I started in Germany 2 weeks ago. Oh, I'm so sorry. Thank you so much. Have a good day. Alter, natürlich hat es hier reingeregnet. Oh, naja, meine Sachen sind so nass. Oh, fuck! Mann, das war so dumm. Warum habe ich versucht, mein Zelt aufzubauen? Wie ein Idiot, echt. Oh, die Bank ist ja nass. Oh Mann. Ich überlege mir mal einen Plan. Bis gleich.
Plan für jetzt. Ich habe mein Zelt zusammengepackt wieder. Es ist jetzt nass in diesem Beutel drin, was richtig nervig ist. Aber geht nicht anders. Circa 3 Kilometer. Die Richtung ist ein Hotel. Boah, die Blitze echt. Dann werde ich über Nacht mein Zelt in die Dusche hängen. Ich fahre da jetzt hin. Werde versuchen, meine Sachen einigermaßen trocken zu bekommen, springen unter die Dusche. Werde dann die verlorenen Kilometer, die ich heute nicht geschafft habe, morgen umso doller durchpumpen. Ich glaube, dann sind das bestimmt irgendwie 80, 90 Kilometer oder so an einem Tag. Ich hoffe, das Wetter ist bis dahin wieder gut. Das habe ich gar nicht mit einberechnet. Ey, ich werde jedenfalls erstmal ins Hotel fahren und dann gucken wir. Ich glaube, es ist okay, wenn ich immer für eine Nacht jetzt ein Hotel nehme. Scheint richtig, richtig, richtig fett Unwetter in Paris zu sein. Also in einem Zelt draußen schlafen wäre heute wahrscheinlich so oder so nicht so schlau gewesen. Ich hoffe mal, dass es morgen wieder einigermaßen gut ist. Ey, da fliegen echt Sachen rum durch die Gegend. Ne? Ich habe gerade so irgendwie so in die Familiengruppe geschickt, was ich für ein Volltrottel bin. Naja, ich bin jetzt in einem Hotel, hier mein Bett für die Nacht, zack, eine Dusche und so. Ich hoffe mal, dass das Wetter morgen besser ist, aber ey, ich hoffe es. Ich habe keinen Bock. Ich will nicht, dass Wetter mich jetzt hier ein bisschen schlechter macht. Ich zeige euch hier vorne aber von hier aus, ich kann in so, ich sehe die Autobahnausfahrt und ich filme euch da mal, wie, was da für eine fette Pfütze ist. Und in Paris geht wirklich completely die Welt unter. Da ist richtig Unwetterwarnung und sonst was. Und ich bin 10 Kilometer vor Paris gerade. Alter, die machen das da jetzt weg. Das ist ja sogar so voll sinnvoll. Alter, die machen das da jetzt weg. Ist ja sogar voll sinnvoll. Ja, gut gesagt, Alter. So Leute, ich habe jetzt mein Zelt hier in der Dusche aufgehangen. Ich bezweifle, dass das doll trocknen wird über Nacht. Aber mehr kann ich jetzt nicht machen, ne? Das wird schon alles irgendwie. Guten Morgen, Leute. Ich musste heute mit Fenster komplett offen neben der Autobahn schlafen, weil es einfach viel zu warm war hier in dem Zimmer. Plan für den heutigen Tag. Es soll den ganzen Tag immer wieder gewittern. Ich bin gerade am Überlegen, eine zweite Nacht in diesem Hotel zu bleiben und wirklich 48 Stunden Pause zu haben. Ob ich das will? Nö. Das wäre wahrscheinlich sinnvoll. Ich würde dann heute den Tag nutzen, meine Wäsche waschen, gucken, dass ich das hier irgendwie aufgehangen bekomme und hänge das dann auf. Und dann werde ich ein bisschen Content planen für den Tag, damit die nächsten Videos vielleicht ein bisschen spannender werden und damit wir TikTok mal ein bisschen mehr ins Rollen bekommen. So, es ist schon 17 Uhr fast. Ich werde jetzt einmal kurz zu einem Einkaufsladen hier in der Umgebung irgendwo hingehen, hier ein bisschen was zu trinken und zu essen holen. Ich liege heute den ganzen Tag im Bett und gucke YouTube. Aber bin ich ehrlich, ist voll fein. Ich habe Zeit, die YouTube-Videos werden geschnitten. Das klappt schon alles. Ich nehme nachher den Podcast mit Jakob wieder auf. @bodenlos. Könnt ihr gerne mal bei YouTube vorbeischauen. Das ist ein Videopodcast oder natürlich bei Spotify und sonst so. Und was wäre ich denn bitte für ein Typ, wenn ich da bei der Aufnahme nüchtern auftauchen würde? Dementsprechend habe ich mir jetzt hier noch einen schönen Weißwein geholt. Ich meine, wir haben jetzt fast 17 Uhr. Da kann man auch anfangen, mal einen kleinen Wein zu trinken, wa? Hey Leute. Ich wollte gerade eigentlich Jakob ein Video schicken, was mir nicht so gut geht, mental und I don't know. Ich war heute den ganzen Tag im Hotel und habe die ganzen Unwetter und sowas alle paar Stunden hier so durch die Gegend gespreadet sind, abgewartet habe. Lag einen Tag lang im Hotel, habe YouTube geguckt und habe letztendlich einen Tag verschwendet. Ich fühle mich echt nicht wohl gerade. Und ich dachte vielleicht, was heißt vielleicht, das ist halt ein Teil von dieser Tour. Auch dieser mentale Aspekt. So, ich meine, dieser mentale Aspekt hat gerade relativ wenig mit der Tour selber zu tun, sondern eher ein bisschen mehr mit mir und meinen psychischen Problemen. Ich hätte gerade richtig gern einfach eine echte Umarmung. Das hört sich richtig traurig an. Aber ich glaube, die eine Sache, die mir jetzt helfen würde, wäre eine liebevolle Umarmung. Eine, die man nicht auffordert. So Type Beat, wenn man sagt, ey, mir geht's nicht gut, ich brauche eine Umarmung. Sondern Menschen, der auf mich zukommt und mich einfach mal in den Arm nimmt. Das hätte ich jetzt gerade richtig gerne. Und das habe ich jetzt schon seit einem Jahr nicht mehr. Und das fehlt mir gerade extrem doll. Tut mir leid, muss ich jetzt einfach kurz einmal gesagt haben, weil ich dachte, das gehört vielleicht auch mit dazu. Und vielleicht kommt das auch nie in den Vlog, aber vielleicht auch doch.
weil es ist irgendwie ein Teil von der Tour. Ja, morgen früh geht's weiter. Ich werde jetzt hier weiterhin meine Süßigkeiten in mich reinfressen. Morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Ja, wir sehen uns morgen. Schlaft gut.